Die Pause ist vorüber, deswegen muss ich mich jetzt mal weiter bewegen. Der Hiko, der war schon am Frieren. Und wir kommen wohl zum, ja, Endstück von dem, Bären. Weil wenn hier sonst verdaute Fische rumliegen, macht das für mich eigentlich Sinn. Hallo? Ach, der Fahrer muss hier drüber. So, ist wieder Eis. Also ist eisig in seinem Hinterteil. Da, wo, ja, die Exkremente rauskommen. Ihr wisst schon. Oha. Was machen wir denn jetzt? Okay, wir müssen irgendwie den Hiko hier sicher durchbringen. Hiko kommt hier. Ja, der Vater, der hängt da oben. So, wartet mal, Leute. Muss mal kurz gucken. Damit dem Hiko nichts auf den Kopf fällt. Okay, da ist er geschützt von den Dingern. Da, das fällt ins Leere. Okay, super. Boah, das habe ich gar nicht gesehen da oben. Dieses schwarze Zeug da. Boah. Junge, da ist ein Wolf. Okay. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier den Weg machen. Boah. Ich dachte schon, was ist denn da los? Hiko, komm, beweg dich, Kleiner. Vater muss auf jeden Fall erstmal da nicht hoch sein, Mist. Fuck! Da war rutschig. Das habe ich ja irgendwie verpasst. Okay. Müssen also an dem Wolf hier vorbei. Ah, Mist! Ich dachte, ich schaffe das irgendwie noch. Das Timing war alles andere als gut. Das war miserabel. So, wenn das Ding hochgeht, müssen wir laufen. So, jetzt hat er eine Rolle gemacht. Der Wolf ist platt. Wir müssen hier hoch. Hoch. Na, komm schon. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen, nur damit wir den Hiko unterstützen können. Und was ein Sprung, ey. Boah. Ah, ich wäre fast da reingefallen, ne? Der Hiko muss uns natürlich erstmal eine schöne Brücke bauen. Gut gemacht, Hiko. So, Vater, komm jetzt mal da runter. Oh, der mit seinen Rollen, ich weiß nicht, warum die Programmierer das programmiert haben. Das regt einen eher auf, als irgendwie weiterhilft. Hallo? Och man, ich hab's irgendwie geahnt. Ich hab die Dinger da oben gesehen und dachte mir irgendwie so, okay, wenn die Teile da runterfallen, dann spießen die entweder einen auf oder machen die Brücke kaputt. Das war vorausschaubar. What the fuck? Oh, Hiko, beweg dich, komm, 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 komm. Oh, kletter hoch, kletter hoch. Och man, ey, was war das denn, ey? Ja, komm, Wolf. Das war ja voll unrealistisch, ey. Ich drück nach oben, was macht der? Hängt da an der Wand, ey. Wie eine Spinne, ey. Das war richtig schlecht. Lauf mal mit Hiko vor. Der kann sich ja beamen. So. Beamen wir mal hoch. Och Leute, wieso beißt der denn? Vater, geh vor, ey. So wird das nix. Der Vater kann den Wolf vielleicht ein bisschen besser ablenken. Okay, das ist doch schon mal was. Holen wir erstmal das Ding da oben. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür das ist, aber egal. Das macht so ein schönes Geräusch. Kling, als ob wir irgendwas Gutes getan hätten. Da ist der Wolf, okay. Das ist schlecht. Weil, was macht er da? Toll. Da wollen wir doch gar nicht hoch. Okay. Shit, was machen wir jetzt? Warten wir mal. Wenn der Vater hier vorgeht, ist hier irgendwas. Okay. Ich muss den Wolf ablenken. Und zwar da rein. Der muss da runterfallen.
sonst wird das nix. Komm, Wolfi. Komm, Wolfi. Fang mich doch, Wolfi. Na, Wolfi, komm. Na, Wolfi, komm. Sehr gut, Wolfi. Braver Wolfi. Macht sogar, was man sagt. Das hat sich jetzt erübrigt mit den Dingern. Brauchen jetzt die hier. Okay. Ne, 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 ne. Fuck, ey. Wenn, ach, da ist ein, da ist zu, sehe ich gerade. Okay. Dann müssen wir mal den Block hier runterschieben. Nein, nicht rutschen. Och, du Esel, ey. Der mit seinen blöden Rollen, ey. Okay, und jetzt? Ah. Sehr gut, sehr gut. Vater geht vor. Der hat einfach mehr Ahnung und Erfahrung. Und hier springen wir. Drüber wollte ich schon machen, aber habe ich dann auch gemacht, wie man sieht. War der falsche Weg. Falsche Entscheidung. Wrong decision. So, Ico, komm, zeig mal, was du kannst. Mach doch mal eine steile Brücke. Mach da hoch direkt. Okay. Vater, komm. Da, 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 da. Okay, Ico kann sich hochbeamen. So, Ico ist schon mal oben. Ja, Vater. Schafft er das überhaupt hoch? Ich weiß gerade gar nicht. Müssen wir hoffen, dass er da hochkommt. Ne, schafft er nicht. Oh, Leute, fuck! Fuck! Ico! Ico. Wartet mal, ich muss mal auf jeden Fall mal runter. Runter, Junge! My friend! Runter. Wow. Ah, okay. Hier kann er was machen. So, ich muss dem Vater mal helfen. Sonst wird das ja nix. Vater, komm jetzt. Vater. Fettsack. Lama Sack. Musst du mal so viel mir alles wegessen. So. Vater, bitteschön. Ja, danke, mein Sohn. Ho. Der Ico kann jetzt erstmal da stehen bleiben. Der Vater muss jetzt ein bisschen klettern. Nein, oh. Mach doch deine dumme Rolle, du Trotteline. Och nee, das ist jetzt schlecht. Weil wir kommen jetzt nicht mal da hoch. Ich musste das tun. Tut mir leid, aber das Ding ist da kaputt gegangen. Das heißt, wir hatten nichts mehr da in der Mitte. Ach, wie ärgerlich. Das, da könnte ich echt platzen. Platzen könnte ich da. Ico, komm, jetzt mach mal vernünftig. Ja. So. Dann müssen wir auch nicht, uns nicht um den Wolf kümmern, ne? Jetzt kommt der Vater. Das löst sich jetzt langsam auf. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Sehr gut, so. Boah, der springt immer dieser... Wenn ihr das Spiel spielt, ne? Dann wisst ihr schon mal, was euch erwartet. Weil wenn ihr da so den falschen Knopf drückt... Mann, haben die voll blöd gemacht. Wenn die Dinger weg sind, dann muss man die Szene neu spielen, ne? Ist doch voll ärgerlich. Oh, jetzt kann man den Sohn holen. Hehehehe. Der Wolf dachte sich auch so, what the fuck, wo ist der hin? Mein Mittagessen ist weg. Mein Mittagessen ist geflüchtet. Jo, was erwartet uns jetzt? Nächster Rätsel. Hoch da. Da ist ein Wolfi.
Und Hiko muss sich beamen wieder. Okay. Oh, der Vater muss da vorbei schnell. Die Wölfe, sie sind ja schlauer als die. Wie heißen die denn nochmal? Bigfoots. Das auf jeden Fall. So, wir haben jetzt so viel Routine in dem Spiel, dass wir das jetzt zu Hause alles schaffen müssten, ohne irgendwie immer nochmal die Engel im Himmel zu sehen. Zack. Außer der Vater hat jetzt wieder Bock, wieder so komische Rollen zu machen. Hier können wir keine. Wir können auch nicht nach unten gucken. So ein Mist. Okay, komm, beweg dich. Lauf, Forest. Vater. Toll, hat nichts gebracht, wenn wir jetzt hier hingehen. Boah. Lauf, lauf, lauf. Hier bin ich, Wolfi. Wolfi, ich bin hier. Mann, egal. So. Jetzt müssen wir mal den Sohn holen. Ja, jetzt geht der Wolf runter, ne? Boah. Boah. Da. Nein, bleib oben. Bleib oben, Wolf. Mann, okay. Das ist aber auf jeden Fall der richtige Weg, wenn wir schon mit dem Vater hier stehen. So, Vater drüber zuerst. Oh, es wird aber jetzt kompliziert, wenn hier so viele Wölfe sind. Wow. Ich glaube, wir gehen mal mit dem Vater zuerst runter. Boah. Shit, ey. Das war nix. Die haben meinen Vater getötet. So ein Mist. Warte mal. Was ist denn hier links? Hier links ist ein blaues Etwas. Was will man euch wissen, was uns das bringt? So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir die Wölfe müssen auf jeden Fall irgendwie da rein, aber wie, ist die Frage. Wie? Wie und was müssen wir machen? Hä? Ach so, ja, müssen wir irgendwie hochkommen? Schon voll verdrängt, dass der hier so hochkommt. So, Vater. So. Wir stellen uns jetzt mal genau an die Kante. Jetzt holen wir mal den Sohn. Vielleicht kann er da ja eine Brücke machen oder so. Wir haben das nicht gesehen. Kann er nicht. Kann er nicht. Das Problem ist, man sieht auch so wenig jetzt. Ich sehe nur zwei Köpfe. Ich muss überlegen, was wir machen als nächstes. Der Vater muss auf jeden Fall springen, weil der kann jetzt wenigstens laufen. Boah. Boah. Fuck. Okay, jetzt what the fuck? Shit, ey. Das war irgendwie nicht so geplant, aber ich habe gerade gesehen, der Junge, der kann auf jeden Fall da runter. So ein Mist, ey. Ach so, das kann man hier kaputt machen. Och Leute, sagt mir das doch schon vorher. Dann habe ich nicht so viel zu tun, so ein Mist, ey. So, dann ist das hier alles wieder sehr, sehr einfach. Wenn wir nur genau das gute Timing haben. So, hier stellen wir uns hin, dann boxen wir das unten kaputt. Und locken die dann hier rein. Okay, die fallen direkt runter. Hö. Okay, oh. Wartet mal. Wie kommt der Vater denn jetzt darüber? Das würde ich gern wissen, ne?
Ja, und jetzt? Aha. Ja, und der Vater? Da können wir die Brücke machen, verstehe. Ach man. Das wäre ja auch total absurd, wenn der jetzt irgendwie gar nicht mehr dahin kommen könnte. So. Ganz einfach. Seht ihr ja. Muss man nicht mal wirklich nachdenken. Wenn wir jetzt da durch sind, dann kündige ich schon mal an, dass wir gleich einen Break machen. Nein, oh. Junge, fast die ganze Arbeit umsonst. Brücke gelegt. Vater kann kommen. Erstmal läuft der Junge zurück. So, jetzt läuft der Vater drüber. So, jetzt können die gemeinsam zum Ausgang stolzieren. Und wie ich jetzt schon mal angekündigt habe, machen wir hier definitiv eine Pause. Also schaut in der nächsten Folge rein.